Hallo und willkommen zurück bei Klassenbildung. Ihr kennt mich wahrscheinlich noch nicht. Ich bin Lil und mache ab jetzt die Videos für euch. In unseren letzten Videos zum historischen Materialismus haben wir uns schon mit der Entstehung des Kapitalismus befasst und ein paar wichtige Merkmale genannt. Wir haben festgestellt, dass der Kapitalismus eine Klassengesellschaft ist, die auf Ausbeutung beruht. In diesem und dem nächsten Video wollen wir uns damit befassen, was das eigentlich bedeutet. Dafür beginnen wir mit einigen grundlegenden Kategorien und Begriffen der kapitalistischen Produktionsweise. Seid gespannt! Warum ist es wichtig, die Ausbeutung zu verstehen? Die Herrschenden versuchen mit allen Mitteln zu vertuschen, dass so etwas wie Ausbeutung heute überhaupt existiert. Dass es grundsätzlich arme und reiche Menschen gibt, also Menschen, die nichts besitzen als ihre Arbeitskraft und solche, denen Banken und Fabriken gehören, kann auch die Bourgeoisie nicht leugnen. Und das ist heutzutage auch jedem klar. Dennoch haben sie allen Grund dazu, die Ursache dieser Erscheinung, die kapitalistische Ausbeutung, zu verschleiern. Das führt unter anderem dazu, dass heute viele Menschen beim Begriff Ausbeutung nicht an ihr eigenes Arbeitsverhältnis denken, sondern eher an Menschen, die unter besonders harten Bedingungen arbeiten. Also zum Beispiel Menschen, die schwarz arbeiten oder irgendwo im Ausland für ein paar Cent die Stunde angestellt sind. Das müssen sie auch. Denn als Karl Marx das Wesen der kapitalistischen Ausbeutung in seinem berühmten Buch Das Kapital offenlegte, gab er der Arbeiterinnenklasse eine scharfe Waffe für den Sturz des Kapitalismus in die Hand. Er versetzte den bürgerlichen Lügen über eine angebliche Harmonie der Klasseninteressen einen tödlichen Stoß. Um heute Menschen davon zu überzeugen, den Kampf gegen den Kapitalismus aufzunehmen, müssen wir selber erstmal genau verstehen, wie er funktioniert. Im Kapitalismus ist die Warenproduktion auf der höchsten Stufe ihrer Entwicklung. Alles nimmt die Form der Ware an. Überall wird gekauft und verkauft. Dabei ist die Produktion von Waren älter als die kapitalistische Produktionsweise. Produktionsweise wird hier für viele der erste Fremdbegriff sein. Er bezeichnet im Großen und Ganzen eigentlich nur, auf welche Art und Weise in einem System produziert wird. Im Kapitalismus, also vor allem dadurch, dass Waren geschaffen werden, der sogenannten Warenproduktion. Warenproduktion gab es schon in der Sklavenhalterordnung und auch im Feudalismus. Aber erst im Kapitalismus hat die Warenproduktion einen vorherrschenden und allgemeinen Charakter angenommen. Doch was ist überhaupt die Ware? Eine Ware ist ein Gegenstand, der erstens menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt und zweitens ein Gegenstand, der nicht für den eigenen Gebrauch, sondern für den Verkauf oder Tausch auf dem Markt hergestellt wird. Im Kapitalismus wird alles zur Ware, selbst die menschliche Arbeitskraft oder Wasser. Die Ware ist also ein Gegenstand, der menschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt. Die Eigenschaft eines Dings, ein menschliches Bedürfnis zu befriedigen, verschafft ihm einen Gebrauchswert. Die Nützlichkeit eines Dings bestimmt den Gebrauchswert, macht es jedoch noch nicht unbedingt zur Ware. Die Luft, die wir atmen, hat zum Beispiel einen Gebrauchswert. Hätten wir keine Luft, würden wir ersticken. Aber sie ist trotzdem keine Ware. Damit ein Ding zur Ware wird, muss es das Produkt von Arbeit sein und zugleich für den Verkauf hergestellt worden sein. Der Gebrauchswert kann nicht gemessen und nicht in Zahlen ausgedrückt werden. Auch kann der Nutzen einer Sache für verschiedene Menschen sehr unterschiedlich sein. Trotzdem sehen wir ja, dass sich die Waren auf dem Markt in einem bestimmten Verhältnis austauschen. Wie kommt das? Um zu verstehen, wie Waren heute ausgetauscht werden, müssen wir den Wert der Ware verstehen. Waren haben einen Tauschwert. Das ist die Form, in der Dinge mit Gebrauchswert gegen eine bestimmte Anzahl von Dingen mit Gebrauchswert anderer Art ausgetauscht werden. Also zum Beispiel 4 Melonen gegen einen Stuhl. Doch woher weiß ich jetzt, dass meine 4 Melonen genauso viel wert sind wie der Stuhl, den ich bekomme? Wenn wir verschiedenartige Gebrauchswerte miteinander vergleichen, dann müssen sie ja etwas gemeinsam haben, also eine gemeinsame Grundlage haben. Eigentlich ist die Lösung ziemlich einfach. Die verschiedenen Waren haben nur eine einzige gemeinsame Eigenschaft, und zwar die, dass sie Arbeitsprodukte sind. Also Produkte, die mit menschlicher Arbeitskraft hergestellt wurden. Und darüber können wir sie miteinander vergleichen. Es ist nämlich möglich festzustellen, wie viel Arbeitszeit aufgewendet worden ist,
um eine bestimmte Ware herzustellen. So können wir den Tauschwert bestimmen. Die Arbeit, die in einer Ware verkörpert ist, hat einen Doppelcharakter. Was heißt das? Wir unterscheiden dabei in konkrete Arbeit und in abstrakte Arbeit. Warum? Die konkrete Arbeit schafft den Gebrauchswert einer Ware, die abstrakte Arbeit den Tauschwert. Unter konkreter Arbeit verstehen wir die verschiedenen Arten der Arbeit, wie zum Beispiel Tischlern, Schneidern, Drehen oder Fräsen. Diese verschiedenen Arten der konkreten Arbeit kann man ebenso wenig vergleichen und messen wie den Gebrauchswert. Unter abstrakter Arbeit verstehen wir die Arbeit unabhängig von ihrer konkreten Form, also nur die Verausgabung der menschlichen Arbeitskraft überhaupt. Die Verausgabung der menschlichen Arbeitskraft von Muskel, Hirn und Nerv können wir messen. Und zwar unabhängig davon, ob wir diese Arbeitskraft jetzt beim Ernten, beim Sägen oder beim Schreiben verbrauchen. Wir messen die Zeit, die notwendig ist, um eine bestimmte Ware herzustellen. Und je mehr Zeit zur Herstellung einer Ware benötigt wird, desto größer ist auch ihr Wert. Die Sache hat allerdings noch einen Haken. Und zwar arbeiten ja nicht alle Menschen mit dem gleichen Geschick. Und auch die Arbeitsbedingungen sind nicht überall gleich. So, dass jetzt Arbeiter Manfred 5 Stunden braucht, um einen Tisch zu bauen, und Arbeiter Jonas 8 Stunden braucht. Ist der Tisch von Jonas jetzt wertvoller, weil er zwischendurch 3 Stunden auf TikTok war und deshalb länger als Manfred gebraucht hat? Oder allgemein gesprochen, heißt das, dass der Wert einer Ware umso größer ist, je fauler der Arbeiter ist oder je ungünstiger die Arbeitsbedingungen? Das wäre natürlich Quatsch. Der Wert der Ware wird nicht durch die individuelle Arbeitszeit bestimmt, sondern durch die sogenannte gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Was verstehen wir darunter? Im Lehrbuch zur politischen Ökonomie heißt es, gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist die Zeit, die bei durchschnittlichen gesellschaftlichen Produktionsbedingungen, das heißt bei durchschnittlichem technischem Niveau, durchschnittlichem Geschick und durchschnittlicher Intensität der Arbeit zur Herstellung einer Ware erforderlich ist. Die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit verändert sich durch die Steigerung der Arbeitsproduktivität. Also die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit wird durch den Durchschnitt bestimmt. Und klar, je höher die Arbeitsproduktivität ist, je besser die Maschinen und die Technik werden, desto weniger Zeit brauchen wir, um eine bestimmte Ware herzustellen. Das, was wir gerade besprochen haben, nennen wir das Wertgesetz. Das Wertgesetz ist das ökonomische Gesetz der Warenproduktion. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, Waren tauschen sich entsprechend der zu ihrer Herstellung aufgewandten, gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit aus. Ohne jetzt hier noch näher darauf einzugehen, sei noch gesagt, dass der Wert der Waren im alltäglichen Leben in Geld ausgedrückt wird, das heutzutage als allgemeines Tauschmittel dient. Das Wertgesetz spielt eine außerordentlich wichtige Rolle. Dieses Gesetz reguliert die Verteilung der gesellschaftlichen Arbeit und der Produktionsmittel auf die verschiedenen Zweige der Warenwirtschaft. Angebot und Nachfrage, das habt ihr sicherlich alle schon mal gehört. Die Preise der Waren weichen nämlich unter dem Einfluss der Schwankungen von Angebot und Nachfrage ständig nach oben oder unten von ihrem Wert ab. Das beweist allerdings nicht, dass wie oft behauptet, das Wertgesetz nicht richtig ist, sondern ist im Gegenteil die einzige Möglichkeit, um das Wertgesetz durchzusetzen. Hier müssen wir bedenken, dass die Produktion in den Händen von PrivateigentümerInnen liegt, die auf gut Glück produzieren. Erst die Schwankungen der Preise um den Wert veranlassen die WarenproduzentInnen, die Produktion dieser oder jener Waren einzuschränken bzw. zu erweitern. Denn sie produzieren natürlich am liebsten die Waren, die am meisten Gewinn abwerfen. Alles, was wir bis jetzt gesagt haben, trifft auf die Warenproduktion generell zu. Egal, ob es sich um die Warenproduktion in der Sklavenhaltergesellschaft, im Feudalismus oder im Kapitalismus handelt. Die Entstehung und Entwicklung der kapitalistischen Verhältnisse ist jedoch untrennbar mit der auf dem Privateigentum beruhenden Warenproduktion und mit dem Wirken des Wertgesetzes verbunden. Weil die Marktpreise um den Wert schwanken, weil es Abweichungen in der individuellen Aufwendung an Arbeit von der gesellschaftlichen notwendigen Arbeit gibt, verschärfen sich die ökonomische Ungleichheit und der Kampf zwischen den WarenproduzentInnen. Ein Teil von ihnen wird ruiniert und geht zugrunde. Ein anderer Teil bereichert sich und wird im Laufe der Zeit zu KapitalistInnen. Auch im Übergang zum Sozialismus gilt, wie schon Lenin sagte, die Kleinproduktion aber erzeugt unausgesetzt, täglich, stündlich, elementar und im Massenumfang Kapitalismus und Bourgeoisie. In diesem Video
Video haben wir uns also angeschaut, was Waren überhaupt sind und wie sie entstehen. Wir haben gelernt, wie der Wert der Ware bestimmt wird und was das Wertgesetz ist. Auf dieser Grundlage können wir verstehen, wie die kapitalistischen Produktionsverhältnisse und die Ausbeutung der ArbeiterInnen funktionieren. Im nächsten Video beschäftigen wir uns darauf aufbauend mit der Beziehung zwischen ArbeiterInnen und KapitalistInnen und dem Grundwiderspruch im Kapitalismus. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt uns Feedback, Fragen und Vorschläge wie immer gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.